Hallo zusammen und willkommen zur heutigen Folge vom Franzis Vespa Adventkalender da auf Michaels Modellbaustube. Wir haben heute schon den 11. Das heißt, ihr habt jetzt nur 4 Tage Zeit, dass euch diesen oder andere Franzis Adventskalender ein bisschen günstiger besorgen könnt. Wie das Ganze funktioniert, das steht in der Videobeschreibung. Jo, und dann schauen wir mal Box Nummer 11 an. Die ist da. Schauen wir, was da drinnen ist. Oh, da wird es wieder elektrisch heute. Mache ich da noch meinen Elektriker. Das ist der Sound. The Sound of Musik. So. Schauen wir, was im Büchlein steht. Und tatsächlich, heute folgt mit dem Lautsprecher ein weiteres Bauteil für die Kunststoffbasis. Gehen Sie folgendermaßen vor. Drehen Sie die Basis um. Okay, gut, wir haben ja da die Basis, ne, ihr wisst ja, wir haben da den Batteriefach drinnen plus unser kleines Soundmodul. Legen Sie den schwarzen Lautsprecher und in die runde Vertiefung. Also so. Ne? In die runde Vertiefung. Beachten Sie beim Einlegen die kleine Aussparung in der runden Vertiefung, ja, die haben wir da. Positionieren Sie die Kabel des Lautsprechers so, dass sie in die Aussparung passen. Das habe ich gemacht. Danach schrauben Sie das Gehäuse mit 2 silberfarbenen Rundkopfschrauben, das ist echt ein fieses Wort, aus Tag 7 an. Um eine Beschädigung der Drähte zu vermeiden, sollten Sie die Schrauben nicht zu fest anziehen. Verbinden Sie anschließend den Lautsprecher mit Hilfe des Steckers mit dem Soundmodul. Der mit Lautsprecher-Speaker gekennzeichnete Anschluss ist der richtige. Gut, also dann machen wir mal da wieder zu, da haben wir wieder unsere Werkzeugbox. Ja. Nummer 1. Nicht so fest zuschrauben, das ist jetzt auch eine Sache, das ist jetzt nicht nur da bei dem Modell, sondern auch generell, auch wenn ihr Plastikmodelle baut, RC lasse ich jetzt mal weg, weil da wieder generell mehr geschraubt. Bei Kunststoff, also Plastik-Kunststoffmodelle, da gibt es ja auch speziell neuere Bausätze, haben ja immer wieder mal Teile dabei, die man schrauben muss. Ich sage nur, Tamiya-Motorräder sind da fast das beste Beispiel. Auch da nie zu fest anziehen, nie mit zu viel Gewalt dahinter gehen, weil wenn das einmal bricht, dann kann man das eigentlich nicht mehr reparieren. So, jetzt muss man das da noch einstecken, hat es geheißen. Das machen wir auch. So. Zack, steckt fest und dann ist das jetzt auch schon installiert. Jetzt fehlt uns da eigentlich nur noch der Ein- und Ausschaltknopf und dann können wir da Gas geben. Ne? Da bin ich schon gespannt, wann der dabei ist, weil ich glaube, das werde ich sogar vor dem fertigen Modell dabei ist, werde ich das schon vorher mal ein bisschen ablosen. Ja, das war's wieder für heute. Bin schon gespannt, was uns dann morgen erwartet, weil dann ist schon wieder Halbzeit. Ja, so schnell geht's. Ja, bis dahin. Gute Zeit und einen schönen Abend.